Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft. Ja moin, hier ist der Balas. Mit ganz viel Minecraft. Kann man bei Balas übrigens auch gut machen. Minecraft hat so viele L's, ne? Ja. Minecraft. Ja, so ist das mit Minecraft. So. Ah, ich bin ins Wasser gefallen. Ich bin im Brunnen gefallen. Ah, das Wasser kann man gar nicht trinken. Das ist doch geklort. Ich glaube, deine Rüstung rostet. Ja. So. Man nennt mich auch liebevoll Ritter Rosti. Ja. Trifft doch ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, weil mein Hirn so rostig ist, ne? Jop. Arschloch. Okidoki. Was haben wir heute vor, Balas? Feierabend. Tschüss. Nein. Wir bauen uns eine Wohnung. Eine Gemeinschaftsbude. Eine WG. Genau. Die Assi-WG, wo die ganzen reichen Bonzen wohnen, ne? Die Assi-Bonzen. So ist es. Wir bauen so, uns eine... bauen wir das Herrenhaus, was wir schon mal angesprochen haben. Ja, ich glaube letzte Folge sogar vielleicht nicht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Weiß nicht. Irgendwann hatten wir es schon mal gesagt, ja. Genau, aber dafür räume ich mal kurz mein Inventar ein bisschen leer und auch wiederum ein bisschen voll. So, was nehmen wir denn alles mit? Einfach mal ein paar Sachen einstecken gleich. Wir brauchen auf jeden Fall Eichenholz, wovon ich noch ganze 2 Blöcke habe. Dann brauchen wir Steinziegel. Ich kann Tropenholz ein bisschen anbieten, da habe ich jetzt was. Ja, Tropenholz habe ich jetzt auch relativ viel. Ich habe nur Cobblestone. Okay, das heißt, wir müssen da noch ein bisschen rumcraften. Ich will nicht runter in den Keller, also noch weiter in den Keller. Ich guck mal kurz, was ich noch habe. Kabel habe ich ganz wenig, soweit ich weiß. Kabel habe ich hier noch eine Menge. Oh mein Gott, und Steinziegel habe ich gar nicht mehr. Iaiaiaiai. Ja, Steinziegel wird schön, das zu kriegen. Oh. Das wird ja böse. Haben wir uns das gut überlegt, dass wir damit jetzt anfangen wollen? Da müssen wir erstmal eine Menge craften gerade. Hast du einen Alternativplan? Ich nicht. Okay, Alternativplan. Alternativplan ist, wir könnten nach Diamanten suchen gehen. Meinen gehen? Aber damit habe ich so schlechte Erfahrungen. Ich auch. Das ist ja genau das Richtige deswegen. Schalten wir ein paar Monster ein, begeben uns in die Tiefe und sterben oder so. Ja, aber ich bin trotz alledem dafür, muss ich ehrlich sagen. Oder wollen wir jetzt echt anfangen, alles zu craften? Ja, können wir auch machen. Also, ich habe keine Kabels mehr. Selbst Kabels müsste ich farmen gehen. Kabels habe ich noch en masse hier. Also, Kabels, da kann ich mit dienen. Okay, dann komme ich mir einfach mal ein bisschen was abholen. Und schmeiß da mal die Öfen an. Jawohl. Juri geht in den Hochbetrieb. Genau. Was wir allerdings auch nochmal machen können, ist mal alle anderen Kisten abchecken, so im Bauernhaus und so, und mal gucken, was wir da noch so haben. Und Kabels dürften wir, glaube ich, auch sogar noch relativ viele hier bei der Bibo haben. Da müssen wir die Truhen auch mal wegreißen. Hier drüben bei mir. Hier, in der unteren Kiste. Oha, ja. Also ich habe da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich greife mir einfach mal hier so 2 Reihen raus. Ja. Mach ruhig. Jetzt frage ich mich. Hey, wo sind denn die ganzen Cobblestones hin? Irgendjemand hat mir die Cobblestones geklaut. Ach, ich habe vergessen, eine Tür zuzumachen. Entschuldigung. Was ist, wenn jetzt jemand reingekommen wäre? Das weiß ich auch nicht so richtig. Na egal. Kann ja mal passieren. Ah, danke, dass du mir das verzeihst. Lass es aber nicht zur Gewohnheit werden. Okay. Doch. So, ich gehe aber trotzdem ganz kurz vor die Bibo und check mal eben, die Kisten da aus, was wir da noch so haben. Was da noch was gibt, okay. Weil ich meine, ich hatte eigentlich noch Steinziegel und ich weiß aber nicht, wo sie hingekommen sind. Kies. Na, da oben habe ich Leben. Ich habe noch Leben. Also hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Cleanstone. So, schauen wir mal. Hier sind noch Couples, hier sind noch 2 Stacks Steinziegel drin. Jetzt ist allerdings mein Inventar voll. Wo hab ich denn den Scheiß gelagert? Balas? Nein? Wenn du gleich mal zum Bibo gehen magst, da sind noch mindestens 4-5 Stacks Steinziegel drin.
Wenn ich nicht hingehen mag? Dann sind sie da immer noch drin. Ah. Ja, das ist nur logisch. Das ist fucking logic. Ja, Scheiße. Du bist so geil, Luca. Ja. Aber das wäre gut, wenn du dir da mal rausnimmst und vielleicht schon mal ein bisschen anfängst, den Grundstein dazu zu setzen. Während ich da mal beginne, die Öfen anzuhauen. Okay. Oh, weil ich gerade das Geräusch mache. Wie stehst du denn zur Formel 1 gegenüber? Uninteressiert. Uninteressiert, warum? Interessiert mich nicht, ich finde Autorennen kacke. Autorennen sind kacke. Wie findest du Rennspiele? Auch kacke. Wie findest du Rennspiele mit Motorrädern? Auch kacke. Warum? Da sind doch gar keine Autos drin. Aber sinngemäß. Ja, okay. Nee, ich Formel bin. Formel 1 muss ich sagen, also Formel 1 muss ich persönlich ja sagen, finde ich irgendwie. Oh, hier. Soll ich die ganzen Pflastersteine noch mitbringen? Ja. Oder was soll ich mitbringen? Ah, hier sind auch noch Steinziegel. Wie so, stehst du der Formel 1 gegenüber? Formel 1 denke ich mir auch jedes Mal wieder, was da an Sprit eigentlich für nur im Kreisfahren in die Luft geblasen wird. So, ja. Mutter Natur lässt grüßen, ne? Ja, das stimmt. Also Mutter Natur freut sich drüber. Ich finde sowas halt einfach auch irgendwie Quatsch, also... Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist sportlich gesehen Fußball oder ähnliches sinnvoller, obwohl ich es auch nicht mag. Ja, also ich finde sowieso diesen ganzen Sportkram irgendwie relativ uninteressant. E-Sports finde ich ganz cool. Ich finde auch Pokern geil. Ich könnte stundenlang könnte ich mir, also ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Früher habe ich es auf DSF immer geguckt, hier nachts, wenn sie gepokert haben. Also nicht die Sportclips, sondern wirklich gepokert. Ich weiß nicht, also das ist für mich auch so Einschlafzeugs irgendwie. Ich finde das voll beruhigend und ich finde das total geil. Ich habe da total Spaß dran gehabt. Okay, weiß nicht. Also ein Haus, die zwei Türen. Egal. Ist irgendwie nichts für mich. Aber wie gesagt, Sportzeugs finde ich auch irgendwie einfach lästig. Das nervt mich irgendwie. Wie sieht's mit Frauenvolleyball aus? Genauso. Aha, aha. Alles, wo Sport hintersteht, außer E-Sports, finde ich gut. Schlecht. Hallo, Volleyball, da steht gar kein Sport dahinter. Volleyball, Sports. You fail. Nein, aber es ist ein Sport. Ich finde auch, Dart ist kein Sport, irgendwie. Warum nicht? Dart ist voll spannend. Mhm, total. Okay, ich erlaub mir mal, warte mal, hab ich hier, ja, ich hab noch ein paar Kisten da, sehr gut. Stellst du schon wieder vor Kisten hin? Ja, ich muss hier gerade mal, weil ich bin am Holzfällen und damit das Holz nicht irgendwie, sag mal, verloren geht. So, warte mal. Was steckst du denn gerade? Ach, da. Ich hab mich versteckt, schließt mich nicht. Ja, aber dann ins Hauskisten stellen finde ich okay. Ja. Also ich leg hier gerade mal ein paar Steinziegel rein, die ich noch hatte oder jetzt gecraftet habe. Es sind sogar relativ viele. So, und ich helfe mal eben beim Bäume hacken. Ja, ich mache hier drin mal noch, also ich baue hier mal ins Haus noch eine Workbench, so. Genau, wie hatten wir das denn gleich noch damals? Hatten wir den Hauptrahmen aus, oder den Rahmen selber aus Holz und den Rest aus Stein? Ich glaube, ne? Ich bin mir gerade auch unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, so war es schon. Ich denke gerade nach, wir hatten... Oh Gott, gleich tut's weh. Das war gemein. Brauchst du jetzt mit Pflaster? Achso, zum Holzhacken hast du die Pflaster schnell. Ja, ich habe keine Erde dabei. Okay. Ich wollte schon sagen, what the fuck? What are you doing? Das ist eine gute Frage. Wie rum hatten wir das? Ich glaube, es war wirklich so rum. Wir hatten Holz und, genau, stimmt. Holz und innen dann die Steinziegel. Ja, genau. Also, so meine ich es auch. Okay, ich benutze mal meine epischen Künste und baue hier ein paar Öfen hin. Aber Öfen braucht man eigentlich gar nicht, oder? Steinziegel? Wir haben relativ viele und ich bin gerade, oder habe gerade alle 6 Öfen bei mir zu Hause angeschmissen. Achso, okay. Dann lagere ich mir mal ein bisschen Cobblestone ein. So, haben wir noch irgendwo Holz? Also hier stehen zur Not ein paar Öfen, ne, falls wir was brauchen. Ja. Ist doch okay. Die müssen natürlich später wieder weg. Mhm.
Also in 100 Jahren. Genau. Eines Tages hierher kommen und dann sagen, was? Warum stehen da Öfen? Ja, das kann gut passieren, muss ich sagen. Und dann werden wir uns erinnern. Ach, damals! 1900! Ach nee, Moment, so, das ist schon ein paar Tage länger her, 1900. Aber so ungefähr wird es aussehen. Ja, so circa. Glaube ich. So, dafür brauchen wir sogar relativ viel Platz, ne? Yep. Müssen wir hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen das Meer begrünen. Ja, das kann sein. Ich habe zwar keine Erde dabei, aber es sollte noch genug an der Bibo sein, denke ich. Bibo, ich finde, das klingt so schrecklich, Bibo. Ich habe mir das irgendwie angewöhnt. An der Bibliothek. An dem Gebäude, wo es Bücher gibt, Digga. Genau. Apropos Bücher und so, da muss ich einen Witz zum Besten bringen. Oh Gott. Ja, Haltet euch fest. Auf. Ja, treffen sich zwei Manta-Fahrer, sagt der eine zum anderen, ey, ich hab mir einen Duden gekauft. Und dann sagt der andere, boah, ey, und hast du schon eingebaut? Voll gut, ne? Das hat so ein bisschen was von dem jugendlichen ATU-Tuning. Was? ATU-Tuning? Ja, Autos, die absolut scheiße aussehen. Aber was halt total cool ist, so dicker Spoiler drauf und so. Ah, okay. Und warum ATU? Weil die das da machen lassen, oder was? Weil ATU billig Steine hat. Ah, okay. Weil kostet nichts viel Geld. Und Jugendliche leisten kann. Und Jugendliche nichts viel Geld, weil Jugendliche noch auszubilden dürfen. Also, hierbei ist Dung übrigens groß geschrieben dann wieder drin, ne? Ja. Also, Ausbildungen sind scheiße, wollte ich damit sagen. Harzen ist viel cooler. Durchaus. So, Ballas, wollen wir mal kurz anfangen, einfach mal kurz die Grundsteine zu legen? Dass wir eben mal kurz einen Plan haben, okay, wie wo es anfangen soll und so weiter. Das können wir machen. So, wo wollen wir den Eingang hin machen? Ich würde ihn hier Richtung Dorf machen, dass man nachher mit einer Glasfront da hinten das Meer ganz gut sieht. Oder See, oder was auch immer das darstellen mag von mir aus. Hast du ein bisschen Erde oder sowas? Ja, willst du einen Stack haben? Ja, dann reiche mal rüber. Du bist ja am Abstecken immer ganz gut. Ich bin der Abstecker. So, schauen wir mal. Ganz kurz. Ein weiter hinten. Ne, zwei weiter hinten sogar. Warum? Aufgrund des Weges. Damit das einfach nicht ganz so dicht anknüpft. Ups. Wo willst du denn den Weg? Achso, du willst hier gerade den Weg durchführen, oder was? Also der soll nach hier so durchführen. Du. Achso, ich hätte den Weg jetzt hier lang geplant und dann hier so in den Eingangsbereich praktisch. Achso, okay. Geht natürlich auch. Also so hätte ich das jetzt geplant. Warte mal, wie sieht das aus? Ja, mach mal. Ist schon okay. So, warte mal. Was wollen wir jetzt hier? So. Habt ihr jetzt noch zwei dran gesetzt gerade? 3, 4, 5, 6, 7. 7 Innenblöcke. 7 Blöcke innen reicht das für ein Zimmer? Ich denke schon, oder? Ja, die hatten wir damals auch nicht ganz so groß. Vielleicht sogar ein kleiner noch. Auf jeder Seite. Das machst du groß, oder? Das ist von der Größe her dann schon okay, würde ich sagen. Ja, denke ich auch. Da haben wir ein bisschen Platz, da können wir uns austoben. Du könntest hier mal Rasen mähen. Okay. Weh, du schlägst mich dabei. Nein. Ich meine, wir können hier schon ein bisschen größer bauen, ne? Ja, hier haben wir den Platz halt, ne? Ja. Das noch. Denk dran, wir brauchen beim Eingang nachher eine Mitte und dann außen hin noch immer zwei Plätze frei. Ein. Weil es gibt ja zwei Eingänge, ne? Ja. So, ich glaube, da könnten wir aber dann noch ein Stück hintergehen. Für die Optik. Ich gehe mir noch eben ein bisschen Erde holen. Ja. Wir müssen hier nämlich dann mal ein bisschen zuschippen. Genau, also das wird jetzt noch ein bisschen was verbrauchen. Mache ich mich mal kurz auf den Weg.
Was ist heute eigentlich für ein Tag? Mittwoch, ne? Gute Frage, ich glaube ja, ja. Ich glaube ja, ja. Nein. Ich glaube auch. Ja? Ja. Nein. Doch. Nein. So. Hab Erde. Mehr, was passiert. Wie viel? Genug. Ist der Inventar voll? Na, nicht ganz. Also, nicht voller Erde, aber ja, es ist voll. Okay. Wenn dein Inventar voller Erde wäre, könnte es reichen. Oh, ich glaube nicht. Ich auch nicht. Aber egal, das kann man behaupten. Ich hab noch epische Mengen an Erde übrig. So zwei.